Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Ich begrüße euch auf dem Kanal Magic Fruit Deer und willkommen zu einer neuen Folge von The Hunter Munter, The Sunshine, The Sonne ist hinter dem Nebel, Call of the Wild. Und wir kommen zu einem bestimmten Video, nämlich den Vergleich von der Canning Magnum Marches und der Waffe, die gestern rausgekommen ist, ebenfalls für Klasse 7 bis 9, der Tsurugi LRR 338. Die Canning Magnum natürlich immer Favorit gewesen. Es gab keine bessere Waffe für Waffenklasse 7 bis 9 Tiere. Also war im Yukon Valley Pack mit dabei. Wir gucken uns mal so ein bisschen die Waffen an. Canning Magnum, ein Schuss weniger im Magazin als die Tsurugi. Das ist, würde ich sagen, schon mal ein entspanntes 1:0 für die Tsurugi. Und die Werte sagen, ja, wir gucken uns das mal an. Präzision bei der Canning Magnum viel besser. Bei der Tsurugi schon low Präzision. Also würde ich sagen, ist jetzt ein knackiges 1-1. Und wenn wir uns so ein bisschen die Durchschlagskraft angucken, da ist die und die Aufpilzung, dann ist die Tsurugi etwas besser. Und effektive Schussweite auch gleich. Also wir gucken uns mal die Feuerrate an. Wir schauen uns die Feuerrate an, als erstes von der Canning Magnum. Okay, okay, und direkt zum Vergleich von der Tsurugi. Also ich habe da wenig Unterschied bemerkt. Ich habe die gestern schon ein bisschen getestet. Sie sieht auf jeden Fall nice aus. Also das muss man schon mal sagen. Aber ein wirklicher Unterschied ist da meiner Meinung nach jetzt erstmal nicht bemerkbar. Meine Damen und Herren, liked auf jeden Fall das Video, wenn ihr es feiert, dass ich die Waffen für euch teste, herausfinde, welche Waffe besser ist. Das würde mich sehr freuen, hilft mir weiter und zeigt mir, dass ihr es stabil findet. Und das mache ich für euch, damit ihr wisst, okay, die Waffe ist besser, die Waffe ist nicht besser. Die meisten gestern im Stream auf Twitch, deswegen auch heute Abend streamen wir wieder auf Twitch. Erster Link in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, wir testen mal direkt. Eigentlich müssten Bisons trinken. Und wo sind die Bisons? Eigentlich ab 12 Uhr so mäßig, oder? Welcher Bison bei welcher Waffe, also welche Waffe ein Bison schneller zum Fallen bringt. Und da bin ich mal gespannt, welche Waffe ein Bison schneller zum Fallen bringt. Wir müssen erstmal einen finden. Ich würde sagen, wir nehmen Männchen, die auch das gleiche Level haben und stellen uns auf genau 150 Meter auf. Denn ja, die Schüsse müssen ja beide fair sein. Okay, wir starten. Ich würde sagen, wir nehmen uns, da ist so ein gewaltiger, aber ich würde sagen, wir nehmen uns, ja, wir schauen einfach gleich mal, wer gerade steht. Das Einser-Weibchen. Das Einser-Weibchen schnappen wir uns. Ja, kommt einfach drauf an, welcher gerade optimal steht. Müssen wir uns mal einen aussuchen. Okay, wir haben hier ein Vierermännchen und dort hinten ein Vierermännchen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir uns das Vierermännchen. Wir stellen auf 150 Meter noch so ein bisschen nach hier. Das muss ja alles, müssen die gleichen Voraussetzungen sein. Und dann zielen wir einfach mal hier hin. Zack, Stoppuhr wurde natürlich gestartet. Canning Magnum ist auf 25, ist auf 0 und fällt. 9,84 Sekunden. Das Männchen steht da noch. 9,84 Sekunden mit der Canning Magnum. Jetzt müssen wir uns natürlich den Schuss angucken. Ich hoffe, die einfache Lunge. Hier haben wir den Bison und es war... Ah, schade, jetzt habe ich die Leber mitgetroffen. Dann versuchen wir auch mal genauso, genauso einen Schuss auch bei dem anderen Bison hinzubekommen. Mit einem Leberschuss. Wo ist er? Da hinten ist er. Ja, ja, das ist schade. Habe ich ein bisschen zu weit in die Seite geschossen. Wir haben auf 150 Meter den nächsten Vierer-Bison. Also, wie wir visieren.
Junge, wir visieren an und versuchen mal so einen identischen Schuss zu bringen. Ist auf 25, ist auf 0 und fällt. Das waren 8,44 Sekunden. Ich bin gespannt, ob die Leber bitte dabei war. Also wenn nur die Lunge dabei war, dann ist auf jeden Fall die Tsurugi besser, auf jeden Fall. Also was das Fallen angeht, haben wir gerade gemerkt, das waren 8,44 Sekunden, bin ich mal gespannt. Aber wenn die Leber mitgetroffen wurde, dann ungefähr gleich. Also hier haben wir den Bison, gucken wir uns an. Ich bin gespannt. Und es war wieder die Leber. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Optimal. Beste, genauso wie bei dem vorher auch. Ich habe, glaube ich, eine halbe Sekunde später gestartet. Das bedeutet ungefähr gleich. Ja, eigentlich identisch. Also, ich habe eine Sekunde später gestartet. Und das wären dann auch 9,44 Sekunden gewesen. Also, kein Unterschied. Kein großer Unterschied, den man irgendwie merkt. Wir sind auf dem Schießstand und haben mal auf 300 Meter gestellt und gucken mal, ob die Kugel genau dort ankommt, wo wir auch hinzielen. Wir fangen an mit der Canning Magnum. Oh Junge, unnötiges Ziel und DHL klingelt. So, ich bin wieder da. Also, Hund, Mama bitte Platz. Dankeschön, bisschen zur Seite gehen. Und dann gucken wir mal, ob die Kugel genau dort... Oh, yo, ich am Zittern hier. Und gucken wir, ob die Kugel... Okay. Okay. Okay, der Schuss war ein bisschen schlechter. Jetzt schauen wir mal auf die Tsurugi, wie da die Kugel ankommt. Müsste ja eigentlich, aber die Präzision, die ist... Die ist ja eigentlich viel schlechter. Okay, der Schuss, der war ein bisschen daneben. Ja, Leute, also wisst ihr... Also ihr müsst es entscheiden, welche Waffe für euch besser ist. Spielt mal ein bisschen mit der Tsurugi. Ich werde ab jetzt mal ein bisschen mit der spielen. Ja, keine Ahnung, ich würde sagen gleichstandmäßig, wisst ihr? Weil natürlich ein Schuss mehr, das ist zwar nur ein Schuss mehr, aber ein Schuss ist ein Schuss mehr. Wisst ihr, was ich meine? Alles klar, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Und das war mal so der Test. Und ich fand es eigentlich killer. Also Leute, macht's gut. Das war euer Magic Fruit Deer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.